Guten Tag, mein Name ist Axel Braun und ich möchte versuchen, euch in 5 Minuten das GNU Health Projekt vorzustellen. Hattet ihr jemals Masern? Klar, das ist irgendwie unangenehm, aber eigentlich kein Problem. Außer für die 400 Kinder, die täglich daran sterben. Fehlende medizinische Versorgung, Vorsorge und Mangelernährung sind nur einige Gründe für die hohe Kindersterblichkeit von fast 20.000 Kindern pro Tag. Ein weiterer Grund liegt aber auch in den sozialen Faktoren, angefangen von Kinderarbeit, Drogenkonsum, familiärer Gewalt, Menschenhandel oder Kriegsereignissen. Wenn wir dies ändern wollen, müssen wir im sozialen Umfeld der Menschen ansetzen. Wir brauchen Methoden und Werkzeuge, mit denen wir die sozialen Ursachen von Krankheiten strukturieren, systematisieren und analysieren können. Entsprechende IT-Systeme fehlen vielfach. Die Folgen sind dramatisch. Keine zuverlässigen Patientendaten, lange Wartezeiten, hohe Fehlerraten, kein Überblick über den Medikamentenbestand, sowohl in Anzahl wie in Haltbarkeit, Verfügbarkeit von Krankenhausbetten oder Operationssälen, um nur einige Punkte zu nennen. Die Frage, die wir stellen müssen, wenn Gesundheit doch eigentlich ein öffentliches Gut ist, warum sind die Systeme dazu in privatwirtschaftlicher Hand? Sie sind proprietär und teuer, sowohl in der Anschaffung wie auch in der Erweiterung, falls dies überhaupt möglich ist. Aus diesen Erfahrungen heraus hat der spanische Arzt und Informatiker Luis Falcón das GNU Health Projekt gestartet. Entstanden ist ein modulares Gesundheits- und Krankenhausinformationssystem, welches von niedergelassenen Ärzten, Hospitälern, Institutionen und öffentlichen Verwaltungen eingesetzt werden kann. GNU Health, mit spanischem Akzent New Health ausgesprochen, geht aber noch einen Schritt weiter und betrachtet nicht erst den Patienten, wenn er in die Klinik kommt, also ein krankheitsorientierter Ansatz, sondern den Menschen in seinem sozioökonomischen Umfeld. Welche familiären Beziehungen hat er? Wie wohnt er, also zum Beispiel in einer Lehmhütte oder Steinhaus? Mit welchem Stadtviertel, welchen Lebensstil pflegt er? Diese Informationen können nicht nur von Ärzten, sondern auch von Sozialstationen oder weiteren Institutionen eingepflegt werden. Mit der GNU Health App wird es in Zukunft noch einfacher für jeden, seine Daten zu verwalten oder zu teilen. Das Familienmitglied wird so ein aktiver Teil des System of Health, wodurch die medizinische Versorgung nachhaltig verbessert wird. So kann beim Ausbruch einer Krankheit oder Naturkatastrophe gezielt das Umfeld analysiert und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Neben diesen weitergehenden Aspekten stellt New Health natürlich die wesentlichen Funktionen zur Verfügung, die ein Arzt oder Krankenhaus mit Patienten, Terminen, Untersuchungen, Medikamenten, Finanz- und Supply Chain-Funktionen benötigt, um nur einige Punkte zu nennen. New Health bringt die Klassifizierung nach ICD-10 mit, unterstützt das Millennium Development Goal 6 der WHO und den HL7 Fire Server als offenen Standard für den Datenaustausch. New Health ist freie Software. Es gibt dir also das Recht, das Programm auszuführen, es weiterzugeben, den Quellcode zu analysieren und modifizieren und das modifizierte Programm weiterzugeben. Das ist wichtig, weil die Menschen zwar weltweit gleich sind, sie aber in unterschiedlichen Gesundheitssystemen mit deren fiskalischen, versicherungstechnischen und regulatorischen Anforderungen leben. Freie Software stellt sicher, dass die notwendigen Anpassungen vorgenommen werden können, was in proprietären kommerziellen Systemen nicht oder nur mit viel Aufwand und Geld möglich ist. Das Projekt wird von einer internationalen und kooperativen Community getragen, in der gegenseitige Hilfe großgeschrieben wird und die im Sinne freier Software zur Entwicklung beiträgt. Das Injury Surveillance System beispielsweise integriert New Health mit OpenStreetMap und ist in Jamaica entwickelt worden und von dort in den GNU Health Standard zurückgeflossen. Das Center for Medical Rehabilitation in Laos setzt GNU Health ebenso ein wie die United Nations University oder der Bundesstaat von Morales in Mexiko. In Zentralafrika wird es im Laborbereich eingesetzt. Verschiedene Distrikte in Argentinien nutzen New Health für die Grundversorgung. In Brasilien wird das Wachstum der Mückenlarven über Geolokalisierung verfolgt, um so den Angriffsvektor von Denguefieber, Chagas und Zika unter Kontrolle zu bringen. Wie viele andere Free- und Open-Source-Projekte wissen wir aber auch nicht genau, wo und wie oft New Health nun wirklich eingesetzt wird. Wir sehen aber, dass das Projekt nachhaltig die Situation der Menschen verbessert. Deshalb arbeiten wir ehrenamtlich für dieses Projekt. Für weitere Informationen sprecht mich gerne direkt an oder kontaktiert uns per Web, Mail oder Twitter. Danke für eure Zeit und immer schön gesund bleiben.